leider nur noch einen Sprengzünder. Wir gucken. Hier sind zwei Zombies drin. Ja, da weiß ich aber noch nicht den Code. Hier ist auch ein Zombie drin. Ich hab gedacht, man könnte eventuell den Dreck absprengen. Nee, nee, das ist nicht Dreck, das ist abgekratzt. Okay, ich probiere mal hier vorne die mit den zwei Schildern zu öffnen. Okay. Das oberste Schild könnte 0, 1, 2 sein. Zack. Habe ich Skill oder habe ich Skill? Kommen die auch mal raus? Putti, putti. Die wollen nicht. Mach mal. Die wollen echt nicht. Aufgeschissen. Die wollten gerade kommen. Danke. Guck mal. Was denn? Ich kann auch in die nächste gucken. Hier steht jetzt. Achso, das ist 2 jetzt am Anfang. Was sagt ihr hier, das Schild? Sagt auch 2 am Anfang. Toll. Cool. Was haben wir hier? Hier müssen wir hin und da ist gar kein Schild. Doch, da ist auch eins, da ist alles zerkratzt. Ja. Auch super. Okay, cool. Ist da was drin? Ja, ein Zombie. Ich bin auch so hinbekommen. Macht jetzt 0. Lass mich mal gucken. Von der Art der Zerkratzung her würde ich 1-2-0 sagen. Und manchmal kann man halt sehen, ob die Breite, also das konnte ich hier bei dem Raum gerade machen. Da konnte zum Beispiel die zweite Nummer keine 2 sein, weil dann hättest du irgendwas gesehen. Zack, sag ich doch, das geht auf jeden Fall, kein Thema. Das kann man also erkennen. Direkt mit der Sniper rein, ne? Ist klar. Das ist kein Sniper. Oh. Das ist Schrottie. Das ist ein Exit. Hä? Ja, der wollte auf mich springen. So, hat's gefällt. Okay. Machst du jetzt die zweiten? Ja. Da sehe ich nur Container drin, also. 201 müsste das sein. Ich hätte gesagt 202. Ja, man kann sie nicht doppelt benutzen. Ach so, okay. Ja, ist da was drin? Ja, Kraut und eine Truhe. Mit 5000 Punkten. Und noch. Spray gespült. Ja. Okay. Weil ich was weghaben musste. Also irgendwie, vielleicht habe ich es auch versehentlich eben in die Hand genommen, kann auch sein. Aber. So, was hatten wir jetzt? Wir hatten 201. Was? 1-2-0-1-0-2 2-0-1-2-1-0-0-1-2-0-2-1 könnte das sein. Booms! Ne, und so, hier, wer ist der Pro? Beste Pro in the house. Wow. War doch so weit. Boom. Na, Mensch. Also, so langsam fängt es an, Spaß zu machen. Ja, so langsam kommt man rein. Ich glaub, aber das war. Ja, da hatten wir auch am Anfang wirklich so. Beim ersten Mal zocken hatten wir auch so: Boah, ist das ein scheiß verfucktes Spiel. Wir haben trotzdem weitergezockt und irgendwann war es gut. Ich wollte kurz sagen: Wer ist Deborah? Du verheimlichst uns wieder was. Mhm. In real life weiß ich das auch schon alles nur. Ich weiß, du hast das Spiel schon verrückt.
Das sah ich nicht aus. Das war. Da, so muss das sein, mein Junge. Schau zu und lerne. Aha, was haben wir hier? Deborah. Was für ein Ding? Sieht aus wie Deborah, ich hab keine Ahnung. Achso. Du bist die Besuchung, wenn es wahrscheinlich nicht der Film ankommt. Ey, guck mal hier, warte, da wo die. Da. Kann man die untersuchen? Nee. Achso. Hier, hier, auf den Koffern hier. Mhm. Kennst du das gelbe Zeichen? Mhm. Umbrella. Das ist Umbrella-Zeichen. Muss das. Doch. Nein. Es ist das Neo-Umbrella-Zeichen. Ja, das mag ja sein, aber das ist kein Umbrella-Zeichen. Davon haben die eben. Ja, aber das kommt sehr nah an das Umbrella-Zeichen ran. Das Umbrella-Zeichen ist doch hier dieser Ringschirm von oben. Nein, 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 nein. Natürlich, das ist doch dieses weiß-rote. Das hat doch nichts. Aber irgendwie kommt mir. Das kommt mir trotzdem. Ja, ist doch das Biohazard-Zeichen. Einfach nur. Ja? Ja, natürlich. Also ich meine. Das ist jedenfalls. Also, es ist nicht Radioaktivität, das heißt, es ist Biohazard. Auf jeden Fall eben in der Anfangssequenz, als wir den zweiten Part gestartet haben. Ich glaube, man hat es nicht mehr gesehen, ich weiß es nicht. Wo ist der jetzt hin? Hier ist so ein Lüftungsschacht, aber irgendwie. Da, kann ich den hochheben? Nee, auch nicht. Achso, durch die Tür. Durch die Tür? Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Deswegen okay. Ja. Ich habe gerade mal Q benutzt. Nee, Moment, mal kurz. Ich muss gerade mal. Combination. Den habe ich gerade hinter mir. Komm schon, wo bist du? Hier. Greif mich an. Nein, doch nicht. Stopp was drüber. Greif mich an. Und? Hier ist sie auch nicht. Ich muss ja hier jeden Raum wissen. Warte, ich muss mich kurz wieder einwickeln. Es war schon leicht schwul jetzt. Was denn? Ich muss mich mal kurz wieder einwickeln. Mir ist kalt. Aber mir ist auch kalt. Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Du hast gemaunzt. Achso, der Zombie. Oh, das ist nur ein Spiel, ich dachte. Wow, 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 wow. Nein, der kotzt nicht. Ja. Die Spucken. Oh, da kommt noch einer. Der lebt immer noch. Das war so eine geile. Hast du es gesehen? Nee, leider nicht. Der saß hier richtig fett am Kacken. Warte. Und vor dem St. Da, hier auf dem. Nicht auf dem Pissoir, auf dem Klo. Der saß da und vor dem standen zwei so blaue Türme. Was können wir denn hier untersuchen? Ich wollte gleich mal auf die Türme. Du bist ja nicht durch. Achso, man kann bloß das Pissoir anmachen. Lauf. Ja, es läuft. So, komm stark. Das bei jedem? Bah, das Waschbecken ist voll mit Kotze. Achso, cool. Und wenn man die Kotze ablaufen lässt, hat man so ein Ding drin. Der Spiegel macht mich irgendwie nervös. Der ist kugelsicher, der. Okay. Nein, auf jeden Fall saß der hier auf dem Klo, dickfett am Kacken. Und vor dem waren halt zwei so blaue Türme aufgebaut, so Kisten. Und ich, die so richtig schön zerschmettert, sehe diesen Typen, der so im Augenwinkel so richtig fett am Kacken. Der, und ohne Witz, der hat wirklich noch so ein komisches, verzerrtes Gesicht gehabt. So richtig so. Und in dem Moment steht er auf und jagt mich. Ich so, was ist los? Du warst noch nicht hier. Eklig. Hab ich gerade leicht Angst. Bin ich hinter dir, Bro. Und schon wieder Kotze ablaufen lassen. Schade, ist aber nichts drin. Ah, rote Pflanze. Aha. Ich kann voll nicht klar. So, jetzt mache ich mal ein Dreier grün. Mit einem Rot? Nee, geht nicht. Das geht nicht. Schade.
Und das Rote muss man unbedingt kombinieren, sonst kann man es nicht verwenden. War das bei dem anderen auch so? Ja, war schon mal so. Auch bei Resi 4, davor auch. Ja. Möchten Sie mich noch lange auf die Folter spannen? Was tust du da? Verraten Sie mir, was los ist oder nicht? Uns läuft die Zeit davon. Für Leon haben Sie noch etwas gefunden. Oh, was denn? Auf die andere Seite. Zubertshof. Ist da noch ein Raum? Nee, ne? Hier siehst du das Biohazard-Zeichen einfach. Steht sogar extra dran. Was ist denn Biohazard? Ja, biologisch verseucht. Hey. What the fuck? Hier drüben. Nein, ich möchte gar nicht mehr rein. Wieso? Guck mal hier so, guck mal, ich komme hier hin. Ja, ich seh's. Alter. Die Tanke. Aha, die Tanke. Die Tanks. Tanke. Tanks. Das Problem ist, da hinten ist einer kaputt und der sitzt da bloß drauf rum. Also ich glaube, die in den Tanks werden uns nichts tun, aber der drauf rum sitzt, der kommt mir ungemütlich vor. Jetzt komm, mach die Tür auf. Ich check den Shit. Das ist noch nicht mal der richtige Weg. Da hinten geht's weiter eigentlich. Ja, ich weiß. Ladevorgang. Boah, ich will mich so erschrecken. Das ist einfach so Schlammklumpen. Was zum Teufel ist das? Schlammklumpen. Wieso fällt dir nicht auf, dass einer von diesen Schlammklumpen bloß so rumsitzt? Ada. Ada Wong. Ada. Ada. Ich komme auch irgendwie bekannt vor der Name. Ja, ich meine, es wäre auch eine Mission. Eine Story. Story-Reihe. Warum kommen Menschen auf die Idee, mit seinem Bullshit zu experimentieren? Sexy. Nicht. Nach einer Dusche würde ich nehmen. Alter, das ist Debbie. Und das ist die Ada. Ada. Oh, die sieht sogar aus wie ein Mensch. Wahrscheinlich. Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein. Ich dachte... Was ist jetzt mit dem Typen, der da frei rumgummelt? Was zur Hölle habe ich da gesehen, Ada? Diese Frau, oder? Hier, komm mit der. Kennen Sie? Ich denke... Hast du den gerade angeschossen? Nein. Aber der ist, Wir müssen das nochmal machen? Huch, das ist dein Job. Möchte gar nicht. Nein. Zurück. Ich habe noch keinen Hinweis auf irgendwelche Nummern. Steht doch dran. Hä? Was, wer, wo? Ja, dachte ich vielleicht, dass wir die so... Ich möchte eigentlich gar nicht... Doch, hier. C18 steht dran. Hilft dir das? Es steht überall dran. Das ist, das ist das Virus. Das war doch C-Virus. Ja. Ja, an der Ausgangstür, damit wir weiterkommen. Wir mussten also doch hier rein. Steht 201. Okay. Leon, gehen wir. Da ist noch mehr Schlamm. Das ist, was ich mich frage. Lernen die Menschen nicht langsam so? Ich glaube, jeder Forscher, der jeweils für Umbrella, Resident Evil oder sonst was gearbeitet hat, ist gestorben. Ah. Ja, sicher. Das wollte ich nicht. Ich möchte mich jetzt gern ducken können. Teebeutel. Sieht so erstarrt aus. Teebeutel. Okay, reicht dann auch.
Ja, irgendwie. Ach, da unten. Ach so, ich habe gerade auch leichte Panik gekriegt. Ach so. Erlösen wir ihn. Wieso bist du so sozial zu irgendwelchen komischen Kreaturen? Das bewegt, schieße ich ab. Ja, hier wäre eine Leiter nach unten. Wo nach unten? Ja, hier runter halt. Da. Und hepp. Typ! Spring nicht auf mich! Hier sind noch mehr Kammern, wie glaubst du sind leer? Ja. Wir haben es beide gesehen. Moment mal kurz. Ich bitte, hier kommt gleich irgendwie Viecher. Ich bitte, das ist gleich für gleich ist gedacht. Muss ich da reinkriechen? Ja. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Boah, diese Schleimviecher, ne? Die einfach so rumstehen. Irgendeiner bewegt sich. Was? Sequenz gerade auf? Nee. Okay. Hast du eine Sequenz? Ja. Was ist da passiert? Nur durch den. Komm bitte her. Oh, das passiert hier gleich. Hier, ich war. Bist denn du? Hier, hier, hier. Bist du echt deppert? Ach da.